Ja, hallo, ich begrüße euch zu meiner vierten Folge bei meinem Handarbeitspodcast. Ich bin die Dagmar. Ich komme aus Österreich, aus Wiener Neustadt und bin Jahrgang 1960. Bei uns schneit es heute. Es ist heute der 14.01. und es schneit. Wir haben so circa 10 cm Schnee. Und 0 Grad. Das ist, die Straßen sind frei, man kann schön fahren. Aber ja, schön langsam kann man die Wintersachen so wirklich anziehen. Also vorallererst möchte ich mich bedanken bei euch für diese vielen netten Kommentare, diese lieben netten Worte. Also ich bin ganz überwältigt. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut über euren Zuspruch und ich kann euch gar nicht sagen, wie nett das alles ist. Ja, dann beginnen wir mit dem Sunset Highways Wetter. Das ist der von der Caitlin Hunter. Den habe ich ja das letzte Mal schon ein Stückchen angeschlagen und bin jetzt so weit, so das ist vorne, also die Wolle ist alles Sockenwolle, also Merino, Merino Ultrafein oder Merino Polyamid. Und ja, jetzt bin ich bei dem Teil unten, wo man nur mehr glatt strickt. Ich habe durch diese handgefärbte Wolle, durch das Grau, Moment, das zweite Knäuel suchen, dir. Ich arbeite mit zwei Knäuel, weil die Farbunterschiede, wenn ich nur mit einem arbeite und dann das zweite anfange, sicher nicht ganz, das ist sicher nicht ganz gleich. Deshalb arbeite ich das im Wechsel. Also eine Reihe mit dem Knäuel und eine Reihe mit dem anderen Knäuel. Wodurch, Moment, hier sieht man es. Ich suche das einmal da. Sieht man diese Steige? Da sieht man es. Diese Steigemaschen. Das ist dann hier nicht schon dehnbar. Ich schaue immer, dass das recht locker ist. Es ist hinten. Aber wenn man das dann spannt, wird man es nicht sehen. Also immer eine Reihe abwechselnd mit dem einen Knäuel und eine Reihe mit dem anderen Knäuel, damit diese Schattierungen gleichmäßig sind. Ich bin auch gerade so am Studieren, ob ich wirklich jetzt lange ärmeln möchte. Denn ich bin so ein Polunder, Pullover-Mensch, Leiberl-Mensch, der immer drunter was trägt und das gerne so drüber schmeißt. Und ich habe schon so viele Pullover mit langen Ärmeln. Also ich weiß nicht, ob ich die Ärmel machen werde. Mal schauen. Ich mache mal den Teil fertig, dann werde ich ihn einmal probieren und schauen, ob er passt. Also soweit, glaube ich, ist das in Ordnung. So. Als nächstes habe ich ja gesagt, dass ich die Handschuhe stricken möchte. Wo habe ich die? Habe ich hier. Das waren die Handschuhe von Kelvin Grove in der letzten Knitter. Die habe ich auch schon fertig. Eine Mail bekommen. So.
So, das sind einmal die Handschuhe. Das war die Knitterausgabe 32. Auf der Seite 54 findet ihr das. Das sind die Kelvin Grove von der Mary Henderson. Und die Wolle war Drops Lima. Moment, zieh mal die Handschuhe an. Und die passen. Sind super warm. Passt zum heutigen Wetter. Schneefall. Kann man schon anziehen. Also die Wolle ist Drops Lima. Das ist 65 Wolle und 35 Alpaka. Und hat auf 50 Gramm 100 Meter. Ich habe es mit 3,5 gestrickt, das Bündchen, und den Oberteil mit 4. Haben sich gut stricken lassen, waren auch relativ rasch fertig. Und weil ich dann noch Wolle übergehabt habe, habe ich mir gedacht, ich stricke die Haube auch dazu. Und bei der Haube bin ich jetzt so bei der Hälfte. Das ist die dazu passende Haube. So, jetzt hört man meinen Hund, der irgendwas hört am Gang und sich wutend brandmeldet. So. So, und die Haube passt. Also es ist so für Kopfumfang 55 und kann man schön stricken. Also ich habe mich gewundert, dass das so super passt. Stricken tue ich das mit meinen Knitpro-Nadeln. Das war mal eine Weihnachts-Edition. Malbros, glaube ich, heißen die. Aber die sind nicht wirklich zum Empfehlen. Entweder das Gewinde dreht sich durch oder die Verbindung zwischen dem Metall und dem Plastik dreht sich das auch durch und geht runter. Also das sind jetzt Nadelstärke 4 und bis dato auch bei den kleineren, bei den 3,5er ist es überall das gleiche. Also mit denen bin ich nicht sehr zufrieden. Ja, das war die. Und weil wir gerade beim Hund sind, weil der gerade gebellt hat, bei uns ist ja die Vorschrift, man muss das Geschäft vom Hund wegräumen. Und ist auch in Ordnung, weil wer will schon reinsteigen? Ich habe zwar vor der Haustür einen wunderschönen Park mit einem großen Auslauf. Es sind Schrebergärten neben und es ist wirklich schön zum Spazierengehen. Also wenn ich aus dem Haus gehe, dann bin ich direkt, kann ich über die Straße gehen, bin ich direkt im Park. Aber da braucht man eine Tüte, wo man das reingibt. Also bei uns heißt es ein Sackerl fürs Gackerl. Und da habe ich was gearbeitet, ein Angry Bird, da kann man das Sackerl rausziehen, dann Karabiner, das kann man an die Leine oben anhängen oder beim Geschirr, beim Brustgeschirr hinten am Rücken anhängen. Es ist tunesisch, ich habe es tunesisch gehäkelt und ja. Weil diese Sackerl fürs Gackerl, die es da zu kaufen gibt, sind nicht sehr, sehr schön. Und da habe ich drei gemacht. Einmal eben das Angry Bird. Angry Bird und dann ein Minion. Und so ein Schwendel. Da kann man seinen Fantasien wirklich freien Lauf lassen. Das
ist ganz leicht zu machen. Und eine sinnvolle, wirklich eine sinnvolle Idee, die man gut brauchen kann. Also, ich habe ja einen kleinen Hund, meiner ist ein Pekinese. Brauche ich auch nur ein kleines Sackerl. Das sind so diese Sackerl. Da habe ich quasi das angeschlagen, also diese Breite angeschlagen. Habe rundherum, man kann stricken oder häkeln, ich habe es eben tunesisch gemacht. Und dann lasst man den Teil offen. Dann habe ich hier einen Fadenring gemacht und so einen Kreis gehäkelt, zweimal. Und das dann zusammen, also drauf genäht, freigelassen und dann kann man es dekorieren, wie man es möchte. Also da kann man Elefanten machen, Hühnchen machen, Pferderl machen. Sind, wie gesagt, keinerlei Grenzen gesetzt der Fantasie. So. Dann möchte ich euch zeigen, das, was ich hier heute umhabe, ist der Exploration Station. Habe ich auch mit Sockenwolle gestrickt, mit Merino extra fein. Ich habe das erste Mal zweifarbiges Patent gestrickt. Der ist super warm und ich trage ihn auch sehr gerne. Der hat so meine Farben, bunt, rosa, lila. Das Leben ist eh so dunkel und finster. Da kann man beim Stricken wenigstens die Farben spielen lassen. Und war sehr kurzweilig zum Stricken, durch diese verkürzten Reihen und Lochmuster und unten die Spitze, hat man immer wieder was Neues. Also ich bin begeistert, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich einen Pulli, den möchte ich euch auch noch gerne zeigen. Das ist so ein abstrakter Pulli, in Schwarz-Weiß, auch mit einem inneren tunesischen Kreis mit einem Mandal drinnen und Stricherl. Das ist ein Perlmuster. Eine Masche glatt, eine Masche links im Wechsel. Der Halsausschnitt ist kraus rechts gestrickt. Die Ärmel auch in Perlmuster. Mit einem Streifen und auf der Rückseite auch ganz ein normales Perlmuster mit einem Streifen. Der ist sehr warm. Das ist Kaschmir, Seide und Polyamid. Das kann man jetzt bei dieser Witterung tragen. Ich sage, ich habe mehrere Pulli gestrickt, eben mit langen Ärmeln, die warm sind und darum studiere ich bei dem Sunset, ob ich da wirklich Ärmel dran mache oder ob ich es nur so als Halbpulli mache. Vorlage gibt es da keinen, das habe ich mir auch selbst ausgedacht, eben in der Mitte, das ist tunesisch und oben wieder angestrickt mit ganz normalen. Es ist gestrickt aus 3,5, Nadelstärke 3,5. Fertig geworden sind auch zwei Paar Socken, ganz normale Stinos, einmal so, einmal so. Die schwarzen sind, also die gestreiften, die dunklen sind bei uns vom Hofer, von der Aktionswolle, das ist bei euch der Aldi. Die waren jetzt unlängst einmal, da habe ich mir drei Packerl geholt, ganz normal. Bündchen, ein längeres Bündchen, zwei links, zwei rechts, Käppchenferse, Bändchenspitze und die Wolle auch. Das ist, glaube ich, eine Butinette gewesen.
langes Bündchen, Käppchen, Ferse, das ganz normale Socken. So, zwei Paar Socken fertig. Ja, und dazu gibt es natürlich die passenden zweiten Socken dazu. Beide sind fertig. Sind noch nicht gewaschen. Muss ich erst waschen. So, und in Planung hätte ich das Tuch Evenly Uneven von Jenny Aldabrand. Das Tuch hat die Jade von Wollkunst gemacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich auch gerne haben. Es ist eine kostenpflichtige Anleitung. Bei Ravelry findet ihr die und die ist auf Englisch. Und die möchte ich gerne stricken mit oder aus diesen Farben. Das ist so ein Türkis, gelb, Türkis gemustert und rosa. Das Blaue ist von Zitron Seidenstraße, handgefärbt von Theresa Müsken, 65 Schurwolle und also Merina extra fein und 35% Seide Maulbeerseide, 100 Gramm 400 Meter. Und das Gemusterte sind alle Farben drinnen, finde ich ganz lieb. Ist Feinmerino Socks, handgefärbt von Silke Klapp von Silkes Woll Factory. Das ist 75 Schurwolle und 25 Polyamid und 420 Gramm auf 100 Meter. Und das Rosa. Rosa ist Feinmerino Socks, vierfach von Lanatus, handgefärbt von der Monika Teile von Monis Farbenwaren. Und sind auch 420 Meter pro 100 Gramm. Mir hat die Farbzusammenstellung sehr gut gefallen. Und das werde ich dann, wenn ich die Haube fertig habe, möchte ich dann dieses Projekt anschlagen. Und wohnen wird dieses Projekt in meiner Einhorntasche, die ist auch selbst genäht, und zwar von der Anleitung von Elli. Das sind eben das Einhorn, eine Spitze drauf, ein Stoff, Zipfelschluss, und innen habe ich es mit auch wieder mit einem Wachstuch gemacht, damit man, aber das ist ganz weich, das ist nicht steif, damit man auch Spinnfasern mal rein kann. Ja, weiter gesponnen habe ich dabei noch nicht, aber ich bin bald fertig, dann zeige ich es euch. So, das wird mein nächstes Projekt. So. Dann habe ich hier die neue Knitter, die rausgekommen ist jetzt. Das ist das neue Knitterheft. Und hier drinnen habe ich mich in einen Cardigan, in einer Silvesterl total verliebt. Und zwar zeige ich euch den einmal. Das ist der Cardigan Selsee. Sieht man das? Ja.
in diesem hellblau und dunkelblau. Das sind so Mosaikbordüren herunten und Streifen und auch auf den Händen. Das sind Hebemaschen. Und das ist von der Emma Winning. Hier sieht man das Muster. Und die Rückseite vom Cardigan, also von dieser Weste. Und die gefällt mir total gut. Und da kommt die Wolle nächste Woche. Und das wird auch gestrickt. Ja, was man nicht alles machen möchte, ne? Aber da sind wirklich schöne Sachen drinnen in dieser neuen Knitter. Ich möchte ein paar Sachen zeigen. Colorwork. Oder da ist ja noch, sie sind da noch erinnern, was mir auch sehr gut gefallen hat. Dieser Pulli. Und auch das Tuch vom Titelbild ist schön. Also sind diesmal wieder sehr schöne Sachen. Ich habe schon ganz viel aus diesem Knitter gestrickt. Ich liebe dieses, das ist so eine schöne, edle Aufmachung. Man kann so schön, ja. Ich mag die Knitter. Und dann möchte ich euch zeigen, die neue Sabrina, die rausgekommen ist, Nummer 2, das Heft. Und die zeigt schöne Röcke. Und zwar auf Seite 15, dieser weiße Rock, ich weiß nicht, ob man den sehen kann, in weiß, der gefällt mir gut und der gezackte Rock ist auch schön. Und der blaue Hoodie mit der Kapuze, der hat auch was. Ja. Hat diesmal auch sehr schöne Sachen drinnen. Und weil mich eine Dame das letzte Mal gefragt hat, wegen der Anleitung zu meiner Tasche, wo ich meine Restedecke drinnen habe, das war diese Tasche. Hier kann man Maschenmarkierer anhängen und was reinstecken. Und hier auch. Die habe ich aus dem Heft Taschen machen. Selber machen Taschen. Taschen selber machen, so heißt das. Das ist dieses Heft. Die Tasche ist auf Seite 20. Das ist vom Partner Medienverlag. Das war ein Sonderheft Patchwork Magazin Nummer 18. Und hier ist eben diese Tasche drinnen mit Anleitung. So ist diese Frage beantwortet. Und eine Handtasche habe ich mir genäht. Eine Schnabelina Bag. Das ist meine Handtasche. Die gibt es in 4 verschiedenen Größen. Die ist 2013 erschienen auf Schnabelinas Welt. Das ist ein E-Book und das ist, glaube ich, kostenlos. Und ich habe die große Tasche genommen und ich habe alle Features genäht, die man machen kann. Also ich habe einmal, ich habe Baspeln selber gemacht, aus einem Stoff mit einer Kordel, weil die dazu passende Farbe hat es nicht gegeben.
verschiedene Baumwollstoffe sind das. Vorne habe ich eine Tasche mit Zip, dahinter eine Tasche, da näht man so einen Knopf auf, kann man schließen, also da kann man das Handy reinstecken oder Schlüsseln, wie auch immer. Auf der Rückseite, Moment, ist auch eine Tasche mit Zip. Kann man auch was rein. Das ist ein Kunstleder. Da habe ich so ein Restal gehabt. Da habe ich das. Und mit Druckknöpfe kommen da drauf. Oben ist der Verschluss auch mit einem Zip und das kann man, ja, da hängt so ein Ventil dran. Innen hat sie auch ein tolles Innenleben und zwar einmal auf der einen Seite eine Tasche mit Zip und auf der anderen Seite hat sie Steckfächer, drei Stück, eines in der Mitte und links und rechts eines und die sind oben mit einem Band eingesäumt, damit man es beim Reingreifen nicht so abstoßt. Und sie hat auch noch eine Erweiterung und zwar auf der Seite, wenn man viel einkauft, so viel rein, kann man die Tasche dann auch noch vergrößern. Dadurch wird sie größer. Sie ist ein bisschen aufwendig, ja, wenn man alle Features macht, die da so vorkommen. Ich wollte das alles ausprobieren. Ja, und unten habe ich noch so Standknöpfe reingesetzt. Und ich nehme die Tasche wirklich sehr gern, weil sie sehr leicht ist. Durch das, dass das nur Baumwolle ist, ist das ein Traum. Ich habe die sogar schon in der Waschmaschine gewaschen. Die lässt sich gut waschen. Das ist überhaupt kein Problem, weil durch das, dass diese rosanen Gurtbänder mit der Zeit natürlich schmutzig werden, habe ich es kurzerhand in die Waschmaschine geschmissen. Und ist heile wieder rausgekommen. Und die Arbeit hat sich wirklich ausgezahlt. Das kann ich euch empfehlen. Schnabelina Bag ist eine super Anleitung, bebildert, Schritt für Schritt. Und ja, man kann es natürlich auch einfacher machen, wenn man nicht so viele Taschen, kleine Taschen macht und nicht alles drauf gibt, ist man auch schneller fertig. Aber ja. Und dann habe ich noch, Moment, das muss ich jetzt geschwind holen. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch nämlich noch die Tasche zeigen, die gestrickte Tasche. Die nehme ich so zum Einkaufen für Kleinigkeiten, wenn ich nur Kleinigkeiten brauche. Das sind vorne Rüschen. Und auf der Rückseite ist es ganz normal glatt gestrickt. Oben habe ich einen Zip eingenäht, gefüttert und links und rechts eine Tasche, damit man Handy oder Schlüsseln reingeben kann oder so Kleinigkeiten, Taschentücher, dass man nicht am unteren Rand suchen muss. Und gestrickt habe ich die aus, ich glaube, da war ich bei Filati, das ist Gedifra, aber ich kann es nicht mehr sagen, wie die Wolle heißt. Es ist aber recht mühsam zu stricken. Man muss nämlich jede Rüsche einzeln stricken und dann an das Strickstück anfügen. Also jede einzelne Rüsche wird hier einzeln gestrickt, weil das, ja, ist so vorgegeben. Aber es hat sich ausgezahlt. Auch die habe ich schon in der Waschmaschine gewaschen. Gar kein Thema. Und die Anleitung dafür habe ich
Das ist ein Sonderheft von fantastische Strickideen Taschen. Das war das Heft. Und zwar, ich zeige euch das einmal, da sind auch ganz tolle Taschen drinnen, auch zum Filzen. Moment, jetzt finde ich es nicht. Da ist sie drinnen. Aber ist halt ein bisschen aufwendiger. Mit den Rüschen, die man da einzeln anstrickt, dauert es halt schon etwas. Und dann möchte ich euch noch ein Geschenk zeigen, das ich von einer ganz lieben Frau bekommen habe. Ich habe mich so gefreut darüber. Und zwar hat die das gehäkelt. Ist das nicht lieb? Ha! Ich bin ja nicht so die Häklerin. Ich meine, ich häkel schon, aber nicht so gerne. Und da sind kleine Seifen drinnen. Und die riechen, die duften. Und das kann man reinhängen. Entweder in Kleiderkasten oder ins Badezimmer oder zu den Handtüchern. Das habe ich so entzückend gefunden. Und dazu auch noch so einen Stern. Und auch da ist eine Seife drinnen. Und das kann man auch reinlegen oder reinstellen irgendwo. Oder wo man es halt gerne möchte, dass es gut riecht. Ich finde, das ist so lieb gemacht und so schön. Aber ich weiß natürlich nicht, Anleitung kann ich euch nicht sagen, ich weiß nicht, wie es gemacht wird. Aber es ist sehr schön gearbeitet. Ich habe mich wirklich gefreut. Also so. So eine nette Idee. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch gerne zeigen, wie ich meine, ich habe zwar kein Bullet Journal, aber ich habe ein Heft. Ich habe noch von den Kindern Schulhefte übrig, die ich dazu verwende, meine Projekte aufzuschreiben, mir Notizen dazu zu machen, aufzuzeichnen. Weil nun vom Namen her merke ich es mir dann nicht mehr, wie das ausgeschaut hat. Ich schreibe mir dann dazu, was ich verwendet habe, was ich verändert habe, was ich anders gestrickt habe. Solche Dinge. Hier habt ihr so den Sunset Highways Wetter. Ja, und da schreibe ich mir immer alles dazu, damit ich so Aufzeichnungen habe und einmal nachschauen kann und nachlesen kann. Ich bin halt auch so, ich habe es zwar im Computer stehen, aber irgendwie bin ich halt auch so der Mensch, der gerne schreibt und noch das in Papierform gerne hat. Ja, somit sind wir wieder am Ende. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich schon auf euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's es gut.